So, ich begrüße heute Natascha Buchmeier. Mein Name ist Melanie Tressel. Und nicht wundern, wenn ich so in die Kamera spreche, ne, dann habt ihr mich face to face. Wenn ich Natascha angucke, gucke ich so ein bisschen darunter, weil da steht mein Computer. Von daher ist immer so ein bisschen hin und her, aber das ist in Ordnung. Natascha ist eine befreundete Heilpraktikerin. Sie hat eine Heilpraxis in München mit dem wunderbaren Namen Öffnungszeit. Und Geburt ist ja auch ganz viel Öffnen. Und deswegen passt das auch so schön zum Thema Geburt. Und Natascha ist eine Heilpraktikerin, die sich mit Akupunktur, Kinesiologie, Bowen-Therapie und ganz besonders mit dem Thema Kiefergelenk und Emotionen beschäftigt. Und ich bin mit ihr in einer Zusammenarbeit im Sinne von, wir wollen die Geburtsvorbereitung optimieren und wie kann das Kiefergelenk und der Zusammenhang Kiefergelenk-Becken die Frauen dabei noch mehr unterstützen? Das ist so unser Forschungsthema. Möchtest du noch was ergänzen zu deiner Arbeit, liebe Natascha? Dann sag noch gerne mehr dazu. Lieben Dank. Du hast mich da ganz wunderbar beschrieben. Ja, nee, ich darf das total gerne genauso stehen lassen. Super. Dann würde ich jetzt dich einfach erstmal als Mutter ansprechen und dich fragen ganz direkt, wie hast du, deine Tochter Loni ist jetzt 9 Jahre alt, oder? Ja, für das Wie 9 Jahre. hast du deine Geburt erlebt? Erzähl einfach mal frisch von der Leber weg. Schön. Nein, die Geburt meiner Tochter, das war das beeindruckendste Erlebnis in meinem ganzen Dasein, in meinem ganzen bisherigen Dasein. Das energetischste und erregendste, ja, was ich bisher erlebt habe. Und ja, ich weiß nicht, was genau du alles wissen möchtest. Ich bin so ein bisschen aufgeregt. Ja, das ist ganz normal. Ich bin auch bei jedem Interview immer ganz aufgeregt. Und ich beruhige dich einfach mal damit, unsere Zuschauer wollen keine perfekten Vorträge. Sie sind einfach neugierig auf das Thema Geburt. Und was meinst du mit erregend? Das ist ein Adjektiv, was ich ganz selten leider höre, wenn jemand über Geburt spricht. Erzähl mal, was du damit meinst. Also, ich habe mir ja im Vorfeld irgendwie so ein bisschen Gedanken auch gemacht. Wie soll das werden? Wie stelle ich mir denn das vor? Was kommt da auf mich zu? Und ich wollte aber nicht in dieses Panikding irgendwie verfallen. Oh Gott, ich kann das irgendwie gar nicht und ich weiß nicht, wie das geht. Sondern was ich wollte, war, diese Urgewalt zu spüren. Ja? Und ich weiß nicht, ich glaube, fast jeder hat schon mal dieses Gefühl, diese Kraft in sich, wenn man auf einmal diese eigene Kraft kommt. Und das ist was unglaublich Erregendes. Also jetzt muss es nicht zwingend erregend im Sexuellen sein, aber dieses. Wobei auch ganz viele Oh. Frauen berichten, dass Ja, habe ich Geburt durchaus auch sexuell erregend sein kann. Würde ich jetzt gar nicht ausschließen wollen. Nein, kann ich nicht ausschließen, aber über Thema erregend, ja, also dieses, wenn man seine eigene Energie spürt. Die Kraft, diese innere Kraft. Und Wie hast du denn Kontraktionen erlebt? Wie würdest du das beschreiben? Für eine Frau, die sich jetzt auf die Geburt vorbereitet, noch keine Ahnung hat, was auf sie zukommt, wie würdest du so eine zünftige Gebärmutterkontraktion beschreiben? beschreiben. Aber das finde ich schwierig. Wie würde ich das beschreiben? Es ist so eine Kraftwelle. Also es ist wie so ein Zusammenziehen und da passiert einfach was in mir und ich wusste gar nicht jetzt, was es ist. Ja? Und wie würde ich das beschreiben? Oh, Hast du glaube es als Schmerz empfunden oder hast du es als Kraft empfunden? Hat es dir Angst gemacht? ich habe es als Kraft empfunden. Es hat mir keine Angst gemacht. Weil ich genau das ja spüren wollte. Ja, das war genau das. Ich wollte diese Urkraft spüren, deswegen hatte ich keine Angst. Schmerz, naja, es ist auch irgendwie ein Schmerz da. Aber der war nicht vorrangig. Und wie ist das für dich gewesen?
da gibt es ja nochmal so einen Unterschied zwischen den, ich sage nicht so gerne Wehen, ich sage gerne Wellen oder Kontraktionen, zwischen den Eröffnungswellen und den Presswellen. Wie kannst du da einen Unterschied erklären? Ich bin jetzt ganz pragmatisch, weil... Ja, darüber hätte ich mir vorher mal Gedanken machen können. Nee, erzähl einfach was du dich noch erinnerst. Ja, wie hast du gesagt, Kontraktionswehen, das war so auf den Punkt. Und es war, das andere war diese Vorbereitung drauf, da das, bereiten. Und dann war dieses ganz exakte auf den Punkt kommen. Mhm. Jetzt passiert was, jetzt ist es da. Und dabei hatte ich auch keine Schmerzen mehr. Das ist interessant. Also der Teil, vor dem die Gebärenden am meisten Angst haben, war der, wo du gesagt hast, du hattest keine Schmerzen mehr. Ja. Ja. Sehr spannend. Ja. Das finde ich sehr spannend, weil interessanterweise ist ja das, wovor die Frauen, mit denen ich Geburtsvorbereitungen mache, am meisten Angst haben. So dieser letzte, es heißt Austreibungsphase, ein Wort, was ich gar nicht benutze. Für mich ist das die letzte Phase der Geburt, von der haben die meisten Frauen am meisten Angst. Und du sagst, da hast du keinen Schmerz mehr am Mund. Nee, das war so konzentriert, ich war so in mir und so bei mir. Nein, gar nicht. Ich habe auch alles andere ausgeblendet. Das war wirklich nur dieses, ich weiß nicht, das auf die Welt bringen. Und das ist kein, weiß ich nicht, es ist auf die Welt bringen. Ja, ich bringe das auf die Welt. Und das ist, ja. Und du hast ja, du hast mir ja, als wir haben uns ja öfter schon mal über Geburt unterhalten, als du mir das erste Mal erzählt hast von der Geburt deiner Tochter, da bist du so explodiert vor Begeisterung. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, das, was dich am meisten begeistert hat, ist dieses, ich habe das geschafft. Ja. Ich habe das geschafft, ich habe das aus eigener Kraft geschafft. Ja. Ja. Und wie würdest du dieses Gefühl beschreiben, dieses danach auf die Geburt zurückblicken? Ich kann dir sagen, was ich gesagt habe. Geboren, ich hatte das auf dem Arm und ich habe zu meinem Mann gesagt, das will ich wieder machen. Nochmal! Wirklich, also nicht von irgendwie, oh, da hat man das dann vergessen, im Nachhinein hat man die ganzen Schmerzen vergessen. Nein, sofort. Das kam leider nie dazu, aber bis jetzt auf jeden Fall. Das habe ich auch wirklich selten gehört von einer Frau, direkt nach der Geburt zu sagen, ich will nochmal. Absolut. Aber weißt du, vielleicht war das, weil ich genau das erfahren habe, was ich erfahren wollte. Nämlich, dass du aus eigener Kraft geboren hast. Dass ich aus eigener Kraft geboren habe. Und ich habe dir das schon mal gesagt, aber ich wollte diese Urgewalt, diese Urkraft. Mhm. Die Gewalt klingt irgendwie... Es ist nur, also so eine Presswelle ist nur Urgewalt. Lass es uns einfach sagen. Ja, ja. Aber es ist für mich so diese Urkraft. Diese Urkraft. Ich wollte das spüren. Dieses Fließen, dieses durch mich, durch das, was schon, keine Ahnung, tausende von Generationen vor mir gemacht haben und tausende Generationen nach mir machen werden. Ich wollte mich in dieses einreihen. Hm. Wir können das. Ich wusste, ich habe davon noch nichts gehört. Ich habe keine Bücher gelesen. Ich hatte eine tolle Vorbereitungshebamme, die mir Lust drauf gemacht hat, die mich unterstützt hat in diesem Lust haben, diese Erfahrung zu machen. Und ich bin so dankbar, dass ich eine Frau bin, dass ich das machen darf, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Und ich wollte diese Kraft fühlen. Das wollte ich. Das war mein Ziel und das habe ich erreicht. Das passt auch ganz gut zu dem Zitat auf deiner Website. Auf deiner Website steht das Zitat von Buddha. Ich muss es kurz lesen. Niemand außer uns kann uns beherrschen. Wenn wir das verstehen, werden wir frei. Ja. Das ist für mich so ein, als ich dieses Zitat auf deiner Website gelesen habe, dachte ich, ja, das ist eigentlich, ach, das passt so gut zur Geburt, weil das, was wir Frauen in der Gesellschaft hier in Deutschland erleben, ist eben oft, wenn wir in eine Klinik gehen, dass wir
nicht mehr frei sind, sondern dass wir beherrscht werden von den Geburtshelfern und dass wir uns unterordnen, sogar auf den Rücken legen, obwohl das die denkbar ungünstigste Geburtsposition ist, was mich zu der nächsten Frage führt. Welche Position war deine Position in der letzten Phase? Genau diese. Leider genau diese. Ja, wirklich. Es war wirklich genau diese. Und hat dich jemand gebeten, das zu machen, oder hat dein Körper das selbst gewählt? Ich wusste es nicht. War für mich auch alles neu. Und es war dieses Reinkommen irgendwie, wohin jetzt, was machen wir, was wollen sie denn, weiß ich jetzt auch nicht. Was wollen sie denn? Gebären, ja. Weiß ich jetzt nicht. Ja, dann legen sie sich jetzt erstmal hin. Ja? Und aus diesem, wir legen sie sich jetzt erstmal hin, ja, da ist es geblieben dabei. Mhm. Und da muss ich sagen, da hätte ich mir gewünscht, dass irgendjemand, weiß nicht, mein Partner oder was, da drauf geachtet, geschult ist, zu sagen, nee, du willst es anders. Mhm. Hast du vergessen oder erinnere dich dran oder nee, du weißt doch, das ist nicht das, komm, wir suchen was. Ja. Da war ich in dem Moment so konzentriert auf das Gebären, dass ich die Position jetzt nicht mehr wählen konnte. Es war alles neu. Also dieses, jetzt in dem Kreishalter drin, wie funktioniert das jetzt alles? Das hätte ich mir gewünscht, dass da mehr darauf geachtet wird. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt in dem Geburtscoaching. Ich mache das nicht nur für Schwangere, ich mache das auch für Paare. Ja. Ganz oft kommen die Paare zusammen zum Coaching. Und da, ich will jetzt nicht sagen den Mann, weil ich habe auch oft zwei Frauen, die als Paar kommen, also den Partner oder die Partnerin, bereite ich darauf vor, den Raum zu halten. Und es sind zwei ganz wichtige Sachen. Den Raum halten, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber eben auch, wenn das Paar die verschiedenen Geburtspositionen schon mal durchgespielt hat. Und klar ist, dass die Rückenlage jetzt so nach dem Handstand oder Kopfstand so die denkbar und zweitungünstigste Position ist, die man machen kann. Wenn das klar ist und es gibt Alternativen, die der Partner oder die Partnerin auch kennt, dann kann oder sie natürlich viel besser vorschlagen, erinnere dich mal, was wir da geübt haben. Ja. Und deswegen macht es auch ganz viel Sinn, dass die Partner oder Partnerinnen mit ins Geburtscoaching kommen. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist eben Raum halten. Also das, was den Geburtsbegleiter meistens sich schrecklich fühlen lässt, ist Ohnmacht und ich kann hier ja gar nichts machen. So Hilflosigkeit. Mhm. Und da habe ich immer so das klare Bild, du hältst den Raum, du hältst innerlich so einen Schutzraum um die Frau herum, nur durch deine Präsenz. Ja. Und das macht schon ganz viel. Ja. Wenn du jetzt nochmal gebären würdest, was wäre das, was du dir von deinem Partner, wenn er denn mitkommen wollen würde, und du hättest ja dann einen Partner und keine Partnerin, so wie ich dich bisher kenne, auch das kann sich ja immer noch ändern. Aber was würdest du dir von deinem Partner am meisten wünschen, damit wir jetzt auch nochmal vielleicht die Begleiterinnen ansprechen? Mhm. Eigentlich genau das, was du gesagt hast. Es ist wie eine Art Schutz. Also dieses, für mich, dieses da, das war zu liegen, so völlig auf mich konzentriert zu sein und auf diesen Vorgang, der da passiert. Wie du so schön gesagt hast, diesen Schutz, einen Raum zu bieten, weil es ist, ich konnte mich jetzt nicht auf noch irgendwas anderes konzentrieren. Mhm. Also ich war wirklich in voller Konzentration. Ich habe auch nicht mitbekommen, dass da Hebammen rein, raus, dass mein Arzt zweimal da war. Wusste ich nicht im Nachhinein. Habe ich nicht mitbekommen. Also ich war so konzentriert, dass ich mir wirklich wünschen würde, dass derjenige das frei hält.
ja, es frei hält. Kommuniziert mit dem Außen, wenn die Hebamme mit mir spricht und mich führt, dass ich mit ihr Kontakt habe und es ist mein Kontakt zur, weiß ich, zur Außenwelt, mehr war da nicht. Dieses Gefühl zu haben, es ist alles safe. Ja. Alles, was auch da rundherum ist, dieser Mensch ist da, um das zu managen. Einfach nur da, um das zu managen. Ich kann mich da voll drauf verlassen. Ich muss nichts anderes machen, als mich auf das zu konzentrieren, was da gerade passiert. Der macht es. Und wenn da nichts kommt, kommt da nichts. Aber wenn irgendwas kommt, ich weiß, der ist hundertprozentig da. Und erinnert mich daran, was ich vielleicht geübt habe, was ich vergessen habe oder was ich in diesem Moment jetzt, wo ich mich gerade befinde, wo ich nicht dran denke, wo ich vielleicht nicht zurückgreifen kann, mich zu erinnern, du wolltest gerne, du hast gesprochen über. Mhm. Und da ist genau das Nächste, was ich anders machen würde, viel mehr mit meinem Partner in Kontakt gehen, zu reden. Wie stellen wir uns das vor? Also du meinst auch so eine mentale Vorbereitung auf meine Wunschgeburt sozusagen. Absolut. Das positive Erlebnis einzuladen schon mal. Ja, ja, absolut. Das vorher und das, was möchte ich aus der Geburt lernen? Ich schenke ein Leben. Ja, ja. Das mache ich für das Kind. Was will ich mitnehmen? Ich kann dabei was Unglaubliches lernen. Ich kann lernen, wie unglaublich kräftig und machtvoll ich bin, wie kraftvoll ich bin. Und ich glaube, dass das sehr, sehr schön ist, wenn man sich darüber vorher Gedanken macht. Was möchte ich mitnehmen? Da ist vielleicht für jeden ja was anderes, was er aus dieser Erfahrung gerne für sich mitnehmen möchte. Und ja, das finde ich gut. Das würde ich mir wünschen. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, über das Thema, wir sind ja dadurch, dass wir uns bei Homodea kennengelernt haben und da ganz viel mit dem Wandel der Gesellschaft beschäftigt sind, auch schon mal auf das Thema gekommen, was es gesellschaftlich bedeutet, wenn so viele Kinder eine traumatische Geburt erleben. Und 33% Kaiserschnittrate in Deutschland bedeutet, dass 33% der Kinder ein Geburtstrauma haben, weil Kaiserschnitt ist eine traumatische Erfahrung, nicht nur für die Mutter, sondern auch für das Kind. Ja. Was es wohl bedeutet, wenn so viele Kinder als erstes, als Schritt in den Leben ein Trauma erleben. Was ist da deine Ansicht? Ich sehe das ja auch so. Vor allem, ich habe mir tatsächlich vorher jetzt busy, schnell hierher und kam das für mich auch nochmal hoch, dieses, was ist das für später oder was bedeutet denn das für ein Kind, wenn das per Kaiserschnitt kommt oder die Geburt wird mit Wehentropf vorangetrieben. Ja? Es nimmt mir meine freie Entscheidung. Mhm. Also mir als Mutter und auch dem Kind. Es nimmt mir die Entscheidung, wann bin ich bereit? Wann ist mein Kind bereit? Wann sind wir als Team bereit dafür, dieses Ding zu rocken? Und vor allen Dingen, das ist eine unglaubliche Erfahrung, die wir gemeinsam machen. Wir gehen da durch. Das ist für uns beide, wow, ja, ein Ding. Und wir haben es geschafft. Und das ist ja auch die erste, sozusagen, die erste Interaktion im Sinne von, na, also das Kind ist in uns drin, ja. Da agieren wir unheimlich sowieso zusammen, aber diese Interaktion, der erste Schritt in die Trennung, ja, von Mutter und absolut Kind ist. Ja, genau das Loslassen. Das ist das erste Loslassen. Wenn wir unsere Kinder begleiten, haben wir immer wieder Schritte des Loslassens und es ist ganz wichtig, ganz wichtig. Und das ist der erste Schritt. Der erste. Und der ist gewaltig. Der ist gewaltig. Gewaltig schön. Unglaublich schön. Und wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, wir können das schaffen. Wir haben das geschafft. Wir haben das erste losgelassen. Aus dieser vollkommenen Umhüllung, aus diesem vollkommenen Schutz. Raus in die Welt. Der erste Schritt ist geschafft. Für beide. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ja,
Wie bin ich als Frau, ja, als Mutter in Kontakt mit meiner urweiblichen Kraft und wie selbstbewusst, wie selbstbestimmt bin ich als Mensch? Wir sprechen ja auch vom Modell immer gerne von der Opferitis humana, eine Krankheit, die übrigens bei der das Opferbewusstsein, die übrigens ganz oft bei der Geburt eine Rolle spielt, im Sinne von, wenn eine Frau schon mit dieser Haltung, oh je, in so eine Klinik reingeht, öffnet sie quasi ja auch schon den Raum für Interventionen, ja, wenn sie mit einem Ich, Frau, Gebärmutter, Kraft, ja, yeah, Gefühl, ja, reingeht, ist schon eine ganz andere, ist schon eine ganz andere Energie da. Ja. Was wäre jetzt dein Tipp für Frauen, die sich auf die Geburt vorbereiten, wie sie am besten, also ich würde mal jetzt schon mal vorausschicken, bevor ich deine Antwort abhole, wenn ich schon mal sowieso jemand bin, der gerne jammert, gerne ins Opfer geht, der die Verantwortung gerne abgibt, mach du mal, habe ich wahrscheinlich auch eher schwierigere Karten, als wenn ich jemand bin, wenn ich eine Frau bin, die sagt, ich übernehme die volle Verantwortung für das, was ich tue, viel mehr als das, was mit mir geschieht. Ja, absolut. Absolut. Was würdest du jetzt einer Frau raten, wie sie in diese Haltung kommen kann? In diese Haltung von, ich schaffe das. Die Haltung von, ich schaffe das. Ja, ich glaube, sich vorher zu überlegen, was möchte ich erfahren. Mhm. Weil ich habe dann ein Ziel. Ich habe dann ein Ziel. Und wenn ich ein Ziel habe, kann ich auf dieses Ziel zugehen. Mhm. Ich habe ja keine Ahnung und irgendwie, oh Gott, hoffentlich wird es nicht so schlimm. Hoffentlich wird es nicht so schlimm. Also ich meine, ja klar. Und wenn ich sage, hey, das wird geil, das wird die beste Erfahrung meines Lebens. Mhm. Ich hole mir hier die beste Erfahrung meines Lebens. Ja, das würde ich jetzt total... das werde ich schon, also diese kleine Stelle werde ich jetzt dann meinen Frauen in der Geburtsvorbereitung kurz vorspielen. Gerne. Das ist super. Ja, ich hab tatsächlich auch ein großes Bedürfnis, das Wort sinnlich, geil, lustvoll, abgefahren, solche Worte in die Geburtsvorbereitung, ja, mit reinzunehmen, ja, um diesen Fokus auf, oh Gott, und das schaffe ich nicht, ja, es wird ganz schmerzhaft und so weiter. Und an der Stelle würde ich jetzt gerade gerne noch so einen Bogen haben zu deiner Arbeit, denn wir haben ja auch schon uns ins Forschungsprojekt begeben, was hat eigentlich das Kiefergelenk mit dem Becken zu tun? Ja. Und da möchtest du da vielleicht gerade noch mal kurz was zu sagen, deine Erkenntnisse darüber? Ja, Kiefergelenk, vor allem Mundboden und Beckenboden, kann man nicht sehen, hier unten, haben eine enge Verbindung. Ich glaube, weil die meisten werden es in der Geburtsvorbereitung auch mitmachen, dieses Tönen und den Mund zu öffnen, wird auch die Hebamme immer wieder sagen, aufzumachen. Ja, also Kiefer wir offen tönen ab, ja am liebsten auf A in der Geburt. Ja, genau. Dieses Öffnende. Ja? Also haben wir das ja eh schon hier oben. Wir können hier öffnen und öffnen unten das Becken. Ja? Was wir da haben, diese enge Verbindung Emotion und Kiefergelenk. Ja? Du musst du dich durchbeißen. Ja? So diese typische. Ja? Da machst du zu, da machst du hart, da machst du fest. Und wenn ich auch so dann dran gehe an die Geburt zum Beispiel, dann muss ich mich durchbeißen. Hm. Dann mache ich hier oben schon fest. Ja. Wenn ich hier oben fest mache, mache ich unten fest. Dieses kommen lassen, öffnen, aufmachen. Und da kann man dann ganz, ganz schön im Vorfeld arbeiten, wenn Ängste da sind, wenn Sorgen oder was auch immer da ist, dass das nicht bleibt. Das darf gehen. Ängste dürfen da sein, die dürfen auch wieder gehen. Ja, sich damit zu beschäftigen. Also wenn ich jetzt eine Schwangere in München bin,
Ja. Dann kann, oder in der Nähe, dann Ja. kann ich, wenn ich Angst habe vor der Geburt und merke, oh, ich beiße ja jetzt schon die Zähne Ja. zusammen, dann wäre es eine gute Idee, Öffnungszeit anzuklicken und einen Termin bei dir zu machen. Ganz, ganz gerne. Ja, ganz gerne. Ja. Und wenn du jetzt, wenn wir jetzt, wenn wir den Zusammenhang Mundboden, Beckenboden nochmal ansprechen, also wir arbeiten ja im Cantinica, ich bin ja Cantinica-Trainerin, noch, wahrscheinlich nicht mehr lange. Wir arbeiten ja ganz viel auch mit dem Kiefer, mit der Zunge, mit, Genau. und bringen den Beckenboden damit zum Pulsieren. Würdest du jetzt, wenn eine Frau, also es ist ja ganz oft so, das habe ich in meinen Klassen ganz oft, dass Frauen, die beißen und die hier fest sind, auch einfach wahnsinnig verspannt sind. Entweder im Hintern oder im Beckenboden Ja. oder in den Schließmuskeln. Würdest du auch sagen, Frauen, die so beißen nachts, müssen gerade besonders gut darauf achten, dass sie sich vorher schon damit beschäftigen, loszulassen? Ja, absolut. Absolut. Ja, also würde ich auf jeden Fall empfehlen, da, weil das, man verarbeitet darüber ja ganz viel und arbeitet damit ganz viel. Und wenn du in dieser Starre es gewohnt bist, in diese Starre zu gehen und diese Härte zu gehen, dann wirst du das auch nutzen, weiterhin nutzen. Wenn du das nicht sagst, okay, ich möchte was anders machen, ich möchte es durchbrechen oder ich möchte was ändern, ich möchte meinen Fluss ändern, ja? Ich möchte meine Verhaltensweise da verändern, ja? Das Körperliche verändern. Und es geht ums Anschauen auch. Ja? So, wenn ich mir die Ängste angucke, die nicht verdränge, sodass ich sie verarbeiten muss, ja, sondern das auch mal hochkommen lasse, auch die Gefühle hochkommen lasse. Was passiert denn da? Vor was habe ich denn Angst? Das anzuschauen, wird das hier auch automatisch dann weicher. Ja? Und das sowas braucht einfach oft mal Raum, dass ich zu jemandem gehen kann und sagen, Mensch, so und so geht es mir. Ja, Ja? da fällt mir ein lustiger Kommentar ein. Also er ist eigentlich nicht lustig, aber lustig, wenn man darüber nachdenkt, was für uns immer so im Kopf ist. Als ich die Sarah Schmidt, Autorin von Alleingeburt, interviewt habe, sagte sie mir, die Frauen haben immer so viel Angst vor dem Nabelschnur um den Hals, was einfach mega oft passiert. Und wir machen uns überhaupt keine Gedanken darüber, dass das überhaupt nicht schlimm ist, weil das Kind atmet ja noch nicht. Also eine Nabelschnur. Wenn wir so die Idee von Erwürgen haben, geht es ja darum, dass wir ersticken. Ein Kind kann nicht ersticken, es atmet noch nicht. Es ist ja noch im Fruchtwasser oder im Geburtskanal ohne Atmung. Und allein schon solche Sachen, wenn man mal ausspricht, wovor hat man Angst, Ja. ist ganz oft das Aussprechen und das sich bewusst machen, macht es überhaupt Sinn, davor Angst zu haben? Ja. Ja. Das ist ja auch die Frauen haben ja wahnsinnig große Angst zu reißen, ja? Also Dammrisse zu haben und diese Angst davor, kaputt zu gehen, Ja. kaputt zu reißen, Hoffentlich, was für ein Wort. ist riesig. Das ist das, was ich am öftesten höre, Ja. sagt man öftesten, was ich am meisten höre, ist, ich habe schon kein Deutsch mehr, ich habe Angst zu reißen. Ja. Und da, finde ich es ja ganz interessant. Reißen tun die Frauen tatsächlich fast nur in Rückenlage. Und es gibt 100.000 andere Stellungen, die mehr Sinn machen als Rückenlage, in der die Frau dann auch nicht reißt, weil sie es einfach nicht muss. Ja? Ja. Und würdest du sagen, dass es auch einen Zusammenhang gibt zwischen Loslassen im Kiefergelenk und dieses aufmachen können im Beckenboden. Ja. Also, wenn wir jetzt ein Bild in die Frau installieren können, ne? Wenn sie hier loslässt, wenn sie im Beckenboden loslässt, sich öffnen. Meinst du könntest, wenn jetzt Frauen zu dir in die Praxis können, mit diesen Bildern auch schon im Vorfeld arbeiten? Dass man sozusagen als Ressource für die Geburt diese Bilder des Sich-Öffnens sich reinholt als Frau. Das ist auch eine Sache, die ich total gerne mit dir angehen würde. Also, wie können wir das Loslassen, jetzt zum Beispiel beim Yoga für Schwangere, was ich ja ganz viel unterrichte, wie wenn die Frauen da schon sind mit mir und meditieren,
diese Bilder von loslassen hier und diese Bilder von öffnen, 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 die schon so als Meditationsübung, als mentale Vorbereitungsübung, damit das etwas ist, was ich schon kenne. Ja. Und notfalls eben auch der Partner dann ja. damit herbeikommt, der Geburtsbegleiter ja. oder die Partnerin, und sagt, denk ja. nochmal an das Bild. Ja. ja. Das sind solche Sachen, die können wir schon im Vorfeld installieren, wie so eine App, die wir runtergeladen haben. Ja. Anklicken können, ja? Ja, also weißt du, man diese Bilder, ich kann die auch füllen. Also es ist ja, ich kann mir ja ein Bild schaffen, das kann ich ja füllen. Ich kann das ja auch mit ganz vielen positiven Gefühlen füllen. Ja, also und über diese Bilder zu visualisieren, ich kann mir ein Bild schaffen, in Bilder kann ich auch Gerüche und Gefühle mit hineinbringen. Ja. Das hat jeder schon gemacht und im Traum macht man das ständig. Und wenn ich das übe vorher, wenn ich mir ein Bild kreiere, das ist ja für jeden unterschiedlich, aber da ein schönes Bild kreiere und da mit dieser, mit Zuversicht, mit Liebe, mit Hingabe, je nachdem, das ist mir das Beschäftigen, was möchte ich erfahren? Mhm. Was möchte ich erfahren? Welche Erfahrung möchte ich mitnehmen? Und das ja. kann ich auch mit hineingeben. Ja? Und dann ist es nicht mehr so abstrakt, sondern ich hab eine Form, ich habe ein Bild, ich habe was, woran ich mich erinnern kann während der Geburt. Und es ist schön, da kann der Partner damit arbeiten auch. Ja. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare Sache. Dann ist es nicht weg von diesem, oh Gott, schrecklich, sondern was Wunderschönes, was ich mir schaffe. Ich kreiere mit dir selber. Und das ist es. Wo ja, da kommen wir dann wieder dafür, wie Frauen wieder hin wir unsere Realität selbst kreieren. Ja. Und ich würde einfach nochmal so, als für alle, die das jetzt hören und sich auf die Geburt vorbereiten, ganz wichtig, sich mit der Opferhaltung schon mal auseinanderzusetzen, wo in meinem Leben gebe ich Verantwortung ab? Wo in meinem Leben gehe ich aus der Kraft raus? Wo ja. muss ich mir meine Kraft wieder zurückholen und sagen, ich bin die Gestalterin meines Lebens? Ich hatte dich ja schon mal eingeladen in meinem Yoga für Schwangere, im Moment nur über Zoom. Was aber auch gut ist, weil dann können auch alle anderen Frauen aus dem deutschsprachigen Raum sich dazu klicken. Man muss ja auch den Vorteil sehen. Hatte ich dich ja schon mal eingeladen. Da hattest du mit meinen Schwangeren in der Stunde mit dem Kiefer schon mal gearbeitet. Das fanden die auch super. Ich würde dich wahnsinnig gerne einfach regelmäßig nochmal einladen, in den Zoom-Kursen ab und zu mal dabei zu sein und mit uns Kieferarbeit zu machen, wenn du das gerne möchtest. Ja. An alle, die jetzt hier zuhören, sich gerade auf eine Geburt vorbereiten. Wenn ihr jetzt nicht aus München oder aus Berlin seid, ich habe mein Studio in Berlin und Natascha ist in München, ihr könnt auch von überall im Moment an dem Yoga für Schwangere teilnehmen. Auf meiner Website könnt ihr da die Infos runterholen. Und die Einladung ist einfach mal auszuprobieren und ich werde ab und zu mal Natascha dazu einladen, damit wir unsere Forschungsarbeit weitertreiben. Und an dieser Stelle würde ich jetzt, wenn du nicht noch was ganz Wichtiges hast, was jetzt unbedingt noch gesagt werden muss, würde ich es dann, ja, manchmal kommt ja noch was, würde ich es dann auch zu Ende führen. Ich wünsche all denen, die sich jetzt hier angesprochen fühlen, dass ihr genau das fühlt und rausbekommt, was ihr gern fühlen wollt. Ihr habt es in der Hand. Ihr habt es in der Hand. Und das ist ein unglaublich kraftvolles Tool, was ihr da habt. Ein Schatz, den ihr für euer ganzes Leben habt. Den nimmt euch niemand weg. Der gehört euch und es ist unglaublich. Nutzt es. Bitte, 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 bitte nutzt es. Ihr könnt immer drauf zurückgreifen, auf diese Erfahrung, die ihr da macht. Ja, vielen Dank für diesen nochmal ermutigenden Schlusssatz. An der Stelle habe ich noch das Bedürfnis, alle die Frauen anzusprechen,
die vielleicht schon mal einen Kaiserschnitt hatten oder wenn es doch einer wird. Auch das gehört dazu zum Leben, die Hingabe an das, was ist. Und an der Stelle würde ich euch ganz dringend empfehlen, damit in die Nacharbeitung zu gehen. Also das nicht als, dass es passiert, abgehakt, reden wir nicht mehr drüber, sondern liebevoll mit euch in eine heilende Nachbereitung zu gehen, wenn es denn doch dazu kommen sollte. Denn das ist auch etwas, was uns wieder stärkt, wenn das Leben es so wollte, dass es denn nun im Kaiserschnitt endet. Heilen heißt für mich, es annehmen, es bearbeiten und daraus wieder mit neuer Kraft hervorgehen. Das war mir jetzt nochmal wichtig, das anzufügen, weil es ja so viele Frauen gibt, die das erleben. Und wir jetzt so begeistert über die Geburt aus eigener Kraft sprechen und nicht alle diese Wahnsinnserfahrungen machen. Da ist mir nochmal ganz wichtig, Heilung einzuladen, wenn du denn dich damit gut beschäftigst, es gut verarbeitest, gehst du auch aus dieser Erfahrung gestärkt hervor. So, das wäre jetzt mein Schlusswort. Erstmal vielen, vielen Dank an dich, meine liebe strahlende Natascha. Es war mir eine große Freude. Und ich hoffe, wir haben den Zuhörerinnen und Zuhörern Mut gemacht, auf Lust gemacht, ja, vor allem auf eine kraftvolle Geburt. Und ja, an alle vielen Dank fürs Zuhören und bis bald vielleicht. Es kommen ja noch mehr Interviews auf meinen Kanal. Ich mache jetzt hier mal aus und sage Tschüss.